Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Offroad-Simulation SnowRunner. Nach einiger Zeit sind wir heute mal wieder mit einem Trecker unterwegs und das ist, ihr seht es bereits, ein Fendt. Und der geht ab wie Schmidts Katze, scheint einen ziemlich starken Motor zu haben. Und mit dem fahren wir jetzt direkt mal raus aufs Feld, sozusagen. Wir sehen es gleich. Wir müssen nämlich aus dem Feld einen Geländewagen ziehen. Das habe ich schon mal probiert mit anderem Gerät. Hat nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, mit dem Fendt funktioniert's. Hier vorne ist die Farm und ich glaube, da irgendwo ist das drin, der Wagen. Ah ja, da vorne sieht man schon. Und den nehmen wir jetzt erstmal einfach mit. Ah, müssen erstmal gucken, dass wir hier nicht umkippen. Und ihr seht, der steht mitten auf einem überfluteten Feld. Schade für die Strohballen. Die sind jetzt, glaube ich, nicht mehr zu gebrauchen. Aber da sieht man den Fendt mal echt in krasser Action. Und für den scheint das hier gar kein Problem zu sein. Also ich glaube, den Fendt behalte ich. Viele andere Fahrzeuge habe ich wieder vertickt. Gerade das, was wir in den letzten Folgen noch so, ich glaube in Russland habe ich noch so einen Geländewagen gefunden oder auch andere Fahrzeuge, habe ich alles wieder vertickt. Wir brauchten das Geld unter anderem für den Fendt. Aber der macht echt eine gute Figur hier. Wenn man jetzt hier noch Differential einschalten würde, gar kein Problem. So. Hey, es gibt Probleme auf der Farm. Einige Trucks sind tief im Schlamm stecken geblieben und wir brauchen eine starke Maschine, die sie herausholt. Dafür benötigst du einen wirklich starken Motor. Und den haben wir hier im Fendt. Also würde ich sagen, schließen wir das Missionsfenster, machen hier einmal die Winde dran und dann ziehen wir mal eine Runde. Obwohl, ich wende glaube ich nochmal. So viel Zeit muss sein. Ich habe das erstmal versucht hier mit so einem, ich glaube Geländewagen war es auch. Vielleicht war es der Hammer, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und mit dem Fendt ist es gar kein Problem. Obwohl ich glaube, dass der auch in der Realität hier dick stecken bleiben würde. Und dann heißt es Kollege anrufen. Aber es ist echt krass, welche Mods hier schon kurze Zeit nach dem Release verfügbar sind. Wie das später funktioniert auf den Konsolen, weiß ich nicht. Also das war so eine Frage in den Kommentaren. Allgemein haben mich die Kommentare unter den letzten Folgen sehr gefreut. Es war sogar ziemlich witzig, die zu lesen. Unter der letzten langen Folge. Oh ja. Der muss tatsächlich jetzt muss er mal ein bisschen arbeiten. Es war ziemlich witzig zu lesen, weil ich natürlich einige Dinge gemacht habe, die ich davor immer gesagt habe, mache ich lieber nicht. Zum Beispiel mit der Seilwinde den Anhänger ziehen. Aber das bot sich ja auf jeden Fall an. War auch einigermaßen amüsant offensichtlich. Und vor allen Dingen war die Folge ziemlich lang. Bin mal gespannt, wie lange wir heute beschäftigt sind. Aber ich glaube, der erste Auftrag war absolut gar kein Problem. So könnte es immer laufen hier in SnowRunner. Ich höre sie schon läuten. Wir haben nämlich gleich noch einen Auftrag. Wir werden noch was rausziehen. Für diese ganzen Aufträge, wo man irgendwas an einen bestimmten Ort bringen muss, ist dieser Trecker nämlich echt hervorragend geeignet. So, war das einfach verdientes Geld? Ich würde sagen, yo. Und jetzt müssen wir uns mal gerade einen Weg abstecken. Denn wir fahren hier lang und dann gibt es hier eine neue Mission, festgefahrene Anhänger, und ich hoffe, dass wir den auch rausbekommen. Der ist nämlich, sitzt nämlich hier und da müssen wir mal gucken, von welcher Seite wir aus da am besten dran fahren. Aber ich glaube, wir können jetzt getrost in den normalen Modus wechseln. Und hier an diesem Trecker haben wir auch mal einen realistischen Tank. 260 Liter. Mehr ist nicht drin. Wir müssen gleich mal tanken, glaube ich. Oder sollten gleich mal tanken, vielmehr. Und es gibt sogar eine Innenperspektive. Und da ich mit Lenkrad fahre, sieht das ja auch ganz hübsch aus. Und ja, jetzt geht es erstmal hier über die Straßen. Ui, aber er rutscht uns ein bisschen weg hier. Das wird der Allradantrieb sein. Den mache ich mal aus auf der Straße. Den brauchen wir ja hier eigentlich gar nicht. Er ist hier vorne. Wobei ich mir vorstellen könnte, ja, es geht sogar ohne Allrad hier in dem Schlamm. Der Fendt ist ja wirklich der Hammer.
Das ist genau das richtige Ding. Ich glaube nicht, dass es richtig realistisch ist. Also, wie gesagt, gerade auf dem Wasserfeld, ich glaube, da würde sich jeder Fan dann irgendwie doch festfahren. Aber ist schon heftig. Wenn so der Landwirtschaftssimulator aussehen würde, was wären wir alle glücklich. So, und hier vorne geht's dann rechts über die Straße. Und da müssen wir einmal quer durchs Stadtzentrum. Da wird man nicht schlecht gucken. Nachdem ich das letzte Mal durch den Schrott hier Blicke auf mich gezogen habe. Durch diese ganzen Oldtimer-Trucks, die völlig underpowered waren. Komme ich jetzt hier mit meinem schicken Fan vorbei. Die neidvollen Blicke der örtlichen Farmer. So, was machen wir? Wir fahren korrekt. Boah, ich weiß noch, unter der ersten Folge, man muss ja so ein Spiel immer erst kennenlernen. Und, unter der ersten Folge gab es ganz, ganz viele Kommentare, die mir unter anderem an der Stelle hier gesagt haben, Ansgar, du hast ja überhaupt keine Ahnung, du hättest einfach durchfahren können und hier kann man schneller rüberkommen und da kann man schneller rüberkommen. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie der Reiz des Spiels, dass man selbst sich so mit den besten Wegen vertraut macht. Und ich muss sagen, mittlerweile so mit dem Medium-Equipment, also ich bin ja noch nicht bei den Top-Maschinen, aber mit dem Medium-Equipment und ein bisschen Know-how, ein bisschen Spielstunden, habe ich das Gefühl, kommt man jetzt auch echt gut durch. Also da schallern die XP richtig gut rein. Allrad kann ich gar nicht ausmachen. Ist ja ein Ding. Ist immer aktiviert. Gut. Aber wir fahren weiter geradeaus. Und da müssen wir uns jetzt doch mal durch die Absperrung durchmogeln. Weil es gibt, glaube ich, keinen anderen Weg, da durchzukommen. Haben wir den jetzt unter dem Trecker? Nee, okay. Alles klar. So. Hier vorne muss das irgendwo... Ja, genau. Hier nehmen wir die Mission irgendwo an. Beziehungsweise müssen den Anhänger hinbringen. Dann können wir auch schon mal gucken, was hier vorgefallen ist. Mahlzeit, ich bin's. Unter Umständen ihre Rettung. So wie es aussieht, bestand die erste Welle von Katastrophenhelfern aus unfähigen Idioten. Sie haben es tatsächlich geschafft, einen ganzen Anhänger zu verlieren. Kannst du ihn finden und zurückbringen? Das werden wir sehen. Vielleicht komme ich in 5 Minuten wieder mit einem Anhänger. Vielleicht komme ich allerdings auch ohne wieder. Das ist wie ein Ü-Ei hier. Man weiß es nicht. Aber ich bin doch guter Dinge. Bei diesem Gefährt, was hier lustig über den Schlamm hüpft und sich gleich des Anhängers annehmen wird. Wir werden in der nächsten Folge dann vermutlich auch auf die neue Karte hier fahren, denn das sind ja alles so Aufträge. Oder vermutlich in der übernächsten Folge. Ich glaube, es kommt nochmal eine Multiplayer-Folge. Aber das sind ja alles Aufträge, die würde man eigentlich beim Spielstart machen. Vielleicht nicht mit diesem Gerät hier. Aber die zählen ja noch zur simpleren Sorte. Ja, wobei bei diesem Anhänger... Da bin ich jetzt schon... Wie kommen wir da am besten hin? Also wir könnten jetzt außen rumfahren. Ich glaube, ich traue mich jetzt einfach mal was. Das Ding ist, Schnorchel habe ich jetzt hier natürlich nicht angebracht. Obwohl, ist es ratsam? Nee, wir fahren außen rum. Keine krummen Dinger. Sonst kommen sie hier wieder vorbei. Dann sind wir auch noch, dann gelten wir auch noch als unfähiger Idiot. Das möchte ich ja wirklich verhindern. Ob wir da allerdings... Ja. Wir schauen mal. Wird jetzt auch langsam dunkel und ich werde die Zeit natürlich nicht vorstellen. Das heißt, dieser Auftrag wird dann im Dunkeln erledigt. Aber eigentlich sollte das schon alles machbar sein. Das Einzige, was mich irritiert, ist dieses Gebiet, in dem... Der Anhänger ist halt See.
Also das ist ja schon nicht mehr nur Tümpel, sondern das ist ja richtiger See. Und nachdem unser Fendt eben gut performt hat im Wasser, bin ich guter Dinge, dass es schafft, aber wissen tut man es natürlich nicht. Och, die Steine hier, gar kein Problem für... Oh, hoi, 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 hoi. So. Das ist schon eine frech starke Maschine hier. Also da reinzufahren, ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich glaube, eine echte Wahl habe ich nicht. Es gab mittlerweile übrigens auch ein Update, was ein paar Multiplayer-Probleme beseitigt hat. Ja, doch, das funktioniert. Boah, wir sind sogar echt schnell. Den kann ich ja dann direkt anhängen. Den muss ich gar nicht ziehen. Also nicht mit der Seilwinde. Boah, das ist ja mega bequem. Ein Luxus, dieses Gefährt. Aber warum nicht mal Glück haben, nachdem hier diverse Ladungen umgekippt sind und auch diverse Fahrzeuge umgekippt sind bei meinen Vorbereitungsarbeiten. Also das hätte man eigentlich aufnehmen müssen. Da sind teilweise so viele Katastrophen passiert. Und anstatt daraus zu lernen und dann einen anderen Weg zu nehmen und zu sagen, okay, Spiel, du hast mich überzeugt, habe ich es wieder versucht, weil ich dachte, ah, wenn ich ein bisschen mehr einlenke an der Stelle oder wenn ich ein bisschen anders fahre, ein bisschen mehr Gas gebe oder ein bisschen weniger Gas gebe, dann habe ich das Spiel überlistet. Ja, ja. Denkste. Also es gibt ein paar Stellen, da muss man sich dann auch einfach mal geschlagen geben. So, Anhänger dran. Dann bringen wir den Anhänger zurück. Na, jetzt hat er ein bisschen zu kämpfen, aber es geht. Boah, selbst mit der Beleuchtung. Also ich habe extra ein Update abgewartet, weil am Anfang funktionierte der Trecker hier noch nicht ganz so gut. Also es gab noch ein paar Probleme, aber jetzt kann man den selbst kolorieren, also selbst die Farbe auswählen, so wie man das möchte. Man kann diverse Individualisierungen vornehmen. Man kann sehr viel machen und ihr seht, er funktioniert auch echt gut. Also ich glaube, das ist aktuell meine Lieblingsmodifikation. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe euch das Ganze natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt müssen wir hier mit dem Wasserrad hier. Das ist halt echt, das sieht schon cool aus. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Grip drunter. Unter den Rädern und können hier uns hochkämpfen. Das alles ohne Seilwinde. Ich fühle mich wie im siebten Himmel mit dem Teil. Hupe ist, glaube ich, originalgetreu, ne? Ob der Sound so originalgetreu ist, weiß ich nicht, aber ganz falsch ist er nicht. Ich hätte ihn jetzt etwas anders eingeschätzt, aber ich glaube, es ist schon, kommt schon an Fan-Trecker-Sound dran. So, und da sind wir wieder. Jetzt ziehe ich das Ding noch über die Steine da vorne und dann, arrivederci, haben wir es wieder geschafft. Ist ja fast zu einfach. Ja, da bin ich fast aus meinem eigenen Stuhl hier vorne geflogen, so wie ich hier. Ich habe nichts gesagt. Etwas langsamer könnte ich vielleicht mal fahren. Ja, das sind wohl immer so die skurrilen Situationen, die das Spiel dann provoziert. So, da kommt nichts, also fahren wir hier die Straße noch runter und bringen den dann wieder zum Campingplatz und hoffen natürlich auf
auf ein kleines Trinkgeld, auf ein paar XP und vielleicht sogar eine Beförderung. Denn ich glaube, das nächste Level steht bevor. Und das ging jetzt echt schnell. Also ich glaube, ich bin noch nie so schnell in einem Level dann wieder aufgestiegen. Wie im 12. Vom 12. auf das 13. wäre das dann. Aber ich will den Tag nicht vom Abend loben. Wir schauen erstmal. Hier vorne war es, glaube ich, noch nicht. Es müsste da hinten sein. Was ist denn der Auftrag Entwässerung? Finde die Pumpe unweit der Werkstatt, unweit der Farm und am Steel River. Ah ja. Ein King of the Hill. Besuche die Südspitze und besuche die Nordspitze. Ja, das sind alles noch so Missionen, die können wir dann vielleicht später nochmal mit ein paar Mods machen. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich in den nächsten Folgen mal wieder ein paar Missionen auf den Karten selbst mache. Also die dann auch Fortschritt bedeuten, weil da wartet noch einiges Interessantes auf uns. Und führt uns vielleicht auch so peu à peu an die nächsten Level, sodass ich dann mit den großen Maschinen wieder in Alaska durchstarten kann. Aber das ist aktuell, glaube ich, immer noch nicht sinnvoll mit unserem Equipment. Und mit so einem Trecker dann durch Alaska zu fahren, weiß ich auch nicht, ob das so das Richtige ist. So. Kann ich das einmal abgeben hier? Ah ne, ich muss noch ein bisschen weiter fahren. Ah! Du bist aufgestiegen. Du hast Rang 13 erreicht. Endlich jemand mit Mumm und Verstand. Da, wenn ich so die Kommentare lese, bin ich mir nicht ganz sicher. Danke dir. Wir können jetzt einen Blick hineinwerfen. Alles klar. Damit sind wir also jetzt in Level 13. Ob wir damit neue Trucks freigeschaltet haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall kommen wir den großen Trucks damit wieder ein bisschen näher. Und ich würde sagen, das war es soweit von dieser Folge. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Den Mod findet ihr oder die Modifikation findet ihr als Link in der Videobeschreibung oder auch nochmal in den Kommentaren vermutlich. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.